So, okay, gut. Läuft alles? Ja, läuft alles. Ja, willkommen zurück, Kika-Heroes. Es ist mittlerweile schon ein bisschen spät, es ist schon 23 Uhr. Aber ich und ja, meine Familie haben kurz darauf beschlossen, noch einen kleinen Filmabend zu machen. Haben gerade zwei Filme von Detective Conan geguckt. Dementsprechend ist es jetzt ein bisschen später schon. Aber es macht ja nichts. Ich habe währenddessen schon fleißig hier alles hochgelevelt. Wir stehen kurz vor Level 200 und dann mittlerweile wieder 180 Hero Souls. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wir kommen schon wieder nicht mit Level 200, das ist echt deprimierend. Was haben wir denn hier so alles? Ach ja, wir haben diverse Quests. Nice, vielleicht schaffen wir es dann noch bis Level 2. Ah ne, Gott, sind alles so eine Mini-Dinger hier. Na gut, dann machen wir hier Maximum, was möglich ist. Da gehen wir mal ein bisschen was aus hier. Bam, Collect. 30 Minuten, das ist natürlich ein Witz. Das reicht nicht mal für ein einziges Level. Sieht schon besser aus. Fünf-Minuten-Quests. Wow, ist ja wie eine 5-Minuten-Terrina. Bam, noch zwei Level. Komm, das sieht doch gut aus. Das ist schon wieder für. Na komm. So. Und jetzt mit einmal. Jetzt haben wir 9E29. Bumm, 3E30. Sieht doch gut aus. Damit können wir doch schon wieder ein bisschen was hier hochgedingst. So, 1, 2, 7, 8, 3. Mache ich noch eine 4, 5 draus. Dann machen wir noch ein bisschen Geld hier. Ein bisschen Gold, ein bisschen Money. Was haben wir hier? DPS per Klick Combo. Ah, nice. Wird hier noch unser Dixiemonster ein bisschen gepusht. Aber schon 1,2. Also quasi gleich mal hier ein bisschen hier unsere Kombo verstärkt. Quasi. So. 1,35 ist das teuer. Gut, wir haben mittlerweile 217 Hero Souls. Aber warum haben wir nur. Achso, ja. Plus 80 Damage, genau. Wir haben 8 Hero Souls, ja klar. Das macht Sinn. Ich verstehe nur nicht, wir sind jetzt schon wieder Level 200, haben aber immer noch nur 200 Hero Souls. Obwohl wir doch jetzt hier fast doppelte an Hero Souls bekommen müssten. Verstehe ich nicht wirklich. Aber. Das ist gerade irgendwie ein bisschen deprimiert. Na gut. So sei es. Die Frage ist, machen wir jetzt weiter? ...1,35 könnten wir tatsächlich hinbekommen. Gut, ich versuche mal, dass wir hier noch... ...dass wir ihn ein bisschen hochpushen. Gucken wir mal, wie wir die anderen noch pushen können. Der zum Beispiel sieht gut aus. Ja, den habe ich ja aus Versehen so hoch gepusht, wo ich dachte, er war. Ist egal. Ja. Eigentlich sind ja nur die drei hier. Beziehungsweise ist denke ich mittlerweile auch fast egal, weil er halt nicht gegildet ist. Von daher bringt er halt kaum Damage im Vergleich zu den beiden. Die da schon wesentlich besser betagt sind, von daher sollten wir uns vielleicht auch auf den konzentrieren. Ja, gucken wir mal. 1E32 ist ja schön und gut. Oh. Ja, komm. Noch eine 5 Minuten Terrine. Ist ja nett.
So, was haben wir schon mal? Das ist 15% von ihm. Schon muss er wieder warten. Ha, ha, ha. Das ist ja nicht so nett. Oh. Gott, wir haben eine relativ gute, wir haben wieder eine relativ gute Rate hier. Aber immer noch nur 18. Hm. Mal gucken, der nächste Boss, wie stark ist der? Die könnte ich doch mit klicken. Könnte ich den noch schaffen, oder? Ah, ist schon wieder so Glücksdinger. Also wenn ich Glück habe und die kritischen Treffer gut sitzen, dann kriege ich ihn. Aber jetzt zum Beispiel kommen keine kritischen Treffer mehr, das heißt, das schaffe ich nicht. Dankeschön. Ah, das ist so dumm immer. In der ersten Hälfte kommen immer kritische Treffer, in der zweiten Zone nicht mehr. Das ist so, so behindert. Wer erfindet denn so ein 3K? Die bringen natürlich gar nichts. 5 Minuten Terrain, naja, ist eher ein Witz als alles andere. Gut. Hat das irgendwas gebracht? Nicht wirklich. Ach komm hier, bam, bam. Hat er immerhin 3% unserer Gesamtkraft. Ist immer noch ein Witz, aber gut. Man müsste also mindestens 5 Minuten warten oder 4 Minuten. Das ist Bullshit. Gut. Können wir hier mal alles ein bisschen hoch leveln? So, König mit dir aus Level 600, kann man machen. Tut nicht weh. So. Wow, kriegen wir die ersten schon auf Level 1000, oder? Yay! Kit ist Level 1000. Wuhu! Hardcore! Mal gucken. Immer noch 18er. Wodurch haben wir denn aber letztes diesen 50er-Kombo geschafft? Also diesen Multiplizierer. Oder war das überhaupt 50er? Meines Erachtens nach schon. Woher kommt der denn? Oder hatten wir da ihn schon? Kann das sein? Keine Ahnung. So, ich versuche jetzt nochmal den Boss hier zu erledigen. Und schon, dann kriege ich wieder auf. Die kritischen Treffer. Wieder genau das Gleiche. In der ersten Hälfte kritische Treffer pur und jetzt wieder. Komm. Geht doch. Brr. Danke. Hallo? Danke. Eieiei. So eine Folter. Okay, jetzt haben wir 223. Das war sehr schön. Damit dürften dann die nächsten Bosse wieder keine Primal Bosse sein. You can get to the number of the failing center bosses. Einfach nur so, aber fein jetzt auch mal Primal Bosses after summer. Genau. Ah, schau mal an, die Bosse alle 100 Level, die heißen auch gar nicht Rabo, also Primal Boss. Sondern die heißen Centurio Boss.
Naja, machen aber letztendlich das Gleiche, soweit ich weiß. Tja, der wird dann echt arschteuer. Das sieht schon realistischer aus, vor allen Dingen das hier sieht realistischer aus. Bringt aber auch am wenigsten, natürlich. Ja, am meisten würde er halt tatsächlich er bringen, deswegen ist er aber auch am teuersten. Tja, dann würde ich tatsächlich sagen, wir warten mit der Ascension noch. Und wir versuchen echt mal in der Ascension jetzt schon bereits auf ihn zu sparen. Das heißt, mal gucken, ich weiß nicht, ob ich heute Abend noch viel machen werde. Das heißt also, bis zur nächsten Aufnahme werde ich wahrscheinlich nichts machen, weil ich werde jetzt gleich ins Bett gehen. Und morgen früh nach dem Aufstehen ist ja schon direkt die nächste Aufnahme. Das heißt, zwischen den Aufnahmen wird wahrscheinlich nicht zu viel passieren. Aber morgen nach der ersten Aufnahme werde ich dann quasi Dinge versuchen anzustreben. Das Problem ist halt, wir haben auch den Faktor 8. Also wir haben noch ja, gut 100 Millionen Unterschied. Es wird also noch ein ganzes Stück Arbeit. Aber wir können zumindest schon mal versuchen, ihn hier einigermaßen hochzuleveln. Dann kommen wir vielleicht auch wieder gegen Level 300. Erstens kriegt das halt schön viele Hero Souls. Und zweitens, wer weiß, vielleicht sobald wir an ihn rankommen, können wir mit ihm dann auch wieder ordentlich weiter leveln und kriegen dann nochmal mehr Hero Souls. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt schon wieder ascended, sind 180 Hero Souls. Damit kommen wir derzeit nicht allzu weit. Ich meine, wir könnten gucken, ob wir hier neue haben, die einigermaßen was bringen. Hero Soul Schaden pro Sekunde bringt gar nichts, weil wir sind 11% pro Hero Soul und wir bekommen so bereits 10% pro Hero Soul. Das sind also gerade mal 1% mehr. Das ist also, ja, naja. Da scheiden sich die Geister, wofür der so effizient ist oder wofür der sinnvoll ist. Das hier wäre tatsächlich interessant. Das Problem ist, er wird mit jedem Level doppelt so teuer. Sieht man hier. Ab Level 3 kostet er schon 8, Level 4 16 und so weiter. Heißt also, er wird extrem teuer. Das hier wird tatsächlich eine geile Investition, weil mit 200 Hero Souls kann man den dann auch schon relativ gut hochleveln. Das ist auch wieder so, la la la. Aber vor allen Dingen, das hier wäre halt eine Sache, da könnte man sagen, okay. Tja, das wäre tatsächlich eine Investition. Muss man mal gucken. Vor allem die anderen drei sind scheiße. Die anderen drei bringen uns nichts, aber sobald wir ihn holen, haben wir dann wieder eine neue Auswahl und können gucken, ob da noch mehr schicke Sachen mit dabei sind. Von daher wäre das vielleicht doch eine coole, ganz gute Sache. Sollte ich jetzt gleich ascenden? Ich habe keine Ahnung. Es fühlt sich irgendwie so falsch an, jetzt schon zu ascenden. Wir probieren es mal. Da könnten wir nämlich bis morgen gleich wieder eine ganz schöne große Combo aufbauen. Komm, wir machen es einfach mal. Ich speichere mal ganz kurz. Save. Ja. Bam. So, dann tun wir das ganz einfach mal. Dann holen wir uns den hier. Gucken mal, ob hier noch was Schönes mit dabei ist. Gold Drop. So, gleich wie der hier. Ach ne, der ist von Kisten. Das ist übrigens auch geil. Mit Kisten können wir auch gut arbeiten. Das Problem ist, der nächste kostet jetzt schon 35. Lol. Deswegen müssen wir jetzt beim nächsten echt schon ganz schön aufpassen, was wir jetzt machen. Und nicht einfach dumm wild drauf loskaufen. Und Kisten an sich klingt zwar schon gut, aber wir bekommen halt noch kaum Kisten. Das heißt also eher. Ist nur gut in Kombi mit dem anderen, der praktisch die Anzahl an Kisten selber erhöht. Dann haben wir praktisch mehr Kisten und pro Kiste mehr Gold. Er alleine bringt so erstmal kaum etwas.
Gut, wir gucken erstmal. Wir gucken erstmal, was der hier. Was ist denn der? Ach ja, oh Mann. Oh. Ja, und schon fängt es nämlich an, teuer zu werden. Wäre es sinnvoll, ihn bis 200 zu leveln? Nee, ne? Das würde noch 20 Hero Souls kosten, ihn weiter zu leveln. So, okay, haben wir ihn auf Level 10. Wo könnten wir noch sparen? Nicht sparen, sondern rein investieren. Eigentlich bloß in die beiden, aber die bringen halt nur was, wenn man passiv spielt. Die bringen uns jetzt noch gar nichts. Und alle anderen werden halt schon extrem teuer. Gut, wir buttern erstmal hier noch ein bisschen was rein. So, Level 15. Rest lassen wir uns erstmal offen. Dann haben wir jetzt schon den vierfachen Schaden. Ich hoffe mal, das bringt ein bisschen was. Du kommst erstmal darauf. Bob. Hätte wir schon längst machen können. Fällt mir gerade auf. So, dann hoffen wir, dass wir hiermit jetzt schneller weit kommen. Hey, warte mal, wer hätte schon einen Multiplizierer von 10? Achso, 10, ja klar, 10 ist wahrscheinlich Standard eben. So, das heißt, hochleveln bis Level 5. Hochleveln bis Level 5. Hallo? 5? Erde an 5? Bitte 5? Bitte komm. Dankeschön. Jetzt wieder hochleveln bis 5. Es wäre tatsächlich geil, wenn wir mehr Gold bekommen würden. Aber das Problem ist halt, das hier bringt halt kaum etwas. Weil geht halt immer nur 5% höher pro Level. Das heißt also, auch er bringt erst was, wenn er relativ hoch gelevelt ist. Bis dann kommen wir aber gar nicht. Ach Gott. Was ist das hier? Second, also ja, Mitteldetektor. Was ist das hier? Chance of Double Rücken, wow. Ja. Wollen wir mal rebowlen? Ich weiß nicht. Komm, easy. Ja, der ist auch geil, bringt aber erst was, wenn wir so Level 1000 oder 2000 erreichen irgendwann. Alles für irgendwelche Skills. Wow, ja, ist alles für Skills. Ach komm, nee, lass mal erstmal komplett sein. Das wird doch nichts. Ah, gut. Haben wir hier auch nochmal einen Bonus von 800%? Geht doch ganz klar. Okay, achso, können wir hier weitermachen. Eigentlich kann ich auch gleich hier rüber gehen. Danke. So, kaufen wir immer gleich 25 Level mit einmal. Bam. Na komm. Also seht ihr, immer während der Animation müssen wir auf den Konto schauen. Bap. Bap. Während der Animation bleibt der Konto immer stehen. Das ist das, was ich in der letzten Folge gesagt habe, mit dem, dass je schneller man sich durch die Gegner durchkämpft quasi, desto langsamer steigt der Konto im Durchschnitt an. Darf man nicht vergessen, muss man ab und zu halt mal berücksichtigen, wenn man so auf lange Zeit plant.
Ich meine, in der Praxis, wenn man jetzt auf kurze Dauer irgendwie was macht, macht es in der Regel keinen Unterschied. Aber eben, wenn man halt auf weite Strecken rechnet, dann macht das schon einen Unterschied. Gut. Immer Sorgen für immer. Komm, wir machen hier mal einfach mal so ein bisschen so, ne? Lalalala. Oh, Goldkiste, sehr schön. So, okay. Geben wir erstmal jetzt Sid noch ein bisschen was. Hat er verdient. Na komm. Bam. So. Dankeschön. Haben wir den ersten schon mal voll aufgelevelt. Siehst du auch schon, aber hier nimmt auch wieder richtig schön Damage. Weil, wie gesagt, im ersten Level ist halt Click Damage das A und O. Danach wird es immer unwichtiger. Aber gerade für diese Skills hier, zum Beispiel für die ganzen Sachen, wird es dann auch wieder wichtig. Von daher. So. Vor allem schön durch die Ascension können wir auch wieder hiermit wieder von vorne anfangen. Das heißt, wir kommen relativ gut so, ja, langsam aber sicher, ne? Wir haben noch eine Menge Zeit bis zur nächsten Transcension. Aber wir kommen langsam, aber sicher unserem Ziel hier näher. So, gucken wir mal. Warum bist du so teuer? Arschloch. So. Mit dir. Danke. So, Alexa. Sehr schön. Okay, gucken wir mal weiter. Nee, lass ich erstmal alles offen. Wir machen erstmal hier ordentlich hochleveln. Nach den Upgrades kann man später immer noch gucken. Wir brauchen Power. So, oh, ist hier los? Ach ja, unsere 5-Minuten-Terrine. Ja, bei beiden nichts bekommen, was auch sonst. Oha. Mal gucken, wie lange er überlebt. Naja, bin ich mal gespannt. So, sind wir schon wieder bei Natalie. Oh, und schon wieder bei Mercedes. Alter. Man merkt, es wird langsam immer schneller. Deswegen ist halt, das ist halt der Vorteil bei den Ascension. Es wird halt von Ascension zu Ascension immer schneller. Ist ja auch Sinn und Zweck der Sache, ne? Andererseits, wenn wir so gespielt hätten können, wie ich auf meiner mobilen Version spiele, dann wären wir jetzt schon extrem schnell. Bleibt uns leider nicht vergönnt, von daher steigen wir es nur langsam an, aber man merkt schon, dass wir ansteigen. Allein während einer Aufnahme kommen wir jetzt schon locker, also gut an Level 100 ran. Gut, die letzten Aufnahmen waren noch ein bisschen länger, ne? Darf man auch nicht vergessen, aber nichtsdestotrotz. Na komm, noch ein bisschen. Dankeschön. So, hätten wir den auch. So, vielleicht sollten wir jetzt endlich mal anfangen, hier die oberen auf die letzten Levels abzuleveln. Sonst verlieren wir hier langsam ein bisschen an Kampfkraft. Das heißt, hier hoch und dann gucken wir mal. Danke. Da kommt nichts mehr.
Danke, danke, danke. Da kommt doch was. Halleluja. So, ab zum nächsten. Ah, super, das war schon Verschwendung. Schissel. Betty! Ah! Die hier der PS auf alle gibt. Da kommt nichts mehr. Da kommt auch nichts mehr. So. Na gut, wieder ein bisschen warten. Meinen letzten Rest Kaffee aus. Und damit ist der Tag für mich auch gelaufen. So. So, okay. Na schön. Hä? Hey. Gott, ist das teuer, Alter. Ja, wir müssen also hier wieder an der Front ein bisschen arbeiten. Oh, ein Fisch. Kein Rubin? Arschloch. Das verzeih ich dir nie. Und jetzt fängt ihr ins Knie. Oh, komm. Danke. So, sehr schön, sehr schön. Wie viele Schmiedekerne haben wir eigentlich schon? Eigentlich noch kaum welche, ne? Ne, gar keine. Schade eigentlich. Brauchen wir noch ein bisschen was an diesen Dingern. So. Können wir wieder hier oben weiter gucken, was hier so gibt für schöne Sachen? Könnte ich mir die jetzt komplett. Genau, könnte ich mir die jetzt, kommt jetzt noch. Schade eigentlich. Gut. Betty haben wir schon komplett, ne? Ja. Betty haben wir komplett. Dann geht es also hier unten weiter. Erhöht nur seine Eigenstärke. Schade eigentlich. Aber kommt danach noch was? Ne, kommt nicht. Mist. Hä? Gott, wir sind die ganzen. Ach, da. Genau das wollte ich. Klick damit erhöhen. Ist jetzt derzeit halt das A und O. So, die erhöhen jeweils nur ihr Eigenschaden. Boom. So. Sehr schön. Ein Boss, oh mein Gott. Und schon sind wir wieder Level 80. Nicey, dicey.
So, König, mit dir ist das jetzt mal ganz wichtig, weil er bringt halt die Kohle rein. Also nicht er, aber er verstärkt die Kohle, die reinkommt. Von daher sollten wir ihn doch erstmal bevorzugen. Quasi ein Geben und Nehmen. Er gibt uns alles und wir geben ihm gar nichts. So, gucken wir mal hier oben weiter, was jetzt hier geht mittlerweile. Das ist nett. Das schaffen wir noch nicht. Was macht das? Metalldetektor. Das, was wir jetzt gerade am wenigsten brauchen. Das bringt uns jetzt prima auch nichts. Ich warte tatsächlich lieber erstmal hierauf. Oh, unsere Durchschlagskraft nimmt wieder ab. Ja, der will es mittippen hier, wenn es nicht weitergeht. Muss Geld verdienen. Einer unserer Söldner wieder, möchte wieder irgendwas von uns. Wahrscheinlich wieder eine 5-Minuten-Terrine fertig. Danke. Was soll ich jetzt machen? Den einen? Genau. Dankeschön. So. Mal gucken, was hier geht. Ah, Goldmission. Ja, doch. Gerne. Oh, wow. Nur Dreck. Aber wieder schöner Boost. Das kommt gerade echt gelegen. Boah, Alter, kommt da richtig. Wow. Halleluja. Ja, kann mich nicht beschweren. Und wieder ein Rubin. Sehr schön. Okay. Jetzt haben wir erstmal wieder Insta-Kill-Phase. Das ist geil. Aber wir dürfen uns natürlich nicht drauf ausruhen. Das heißt, wir werden erstmal. Ach, Scheiße. War doch wieder klar. Muss natürlich wieder verkacken. Was auch sonst. Kann ich mir die erst erstmal am wichtigsten. So, das nächste ist denn. Ja, komm, ganz ehrlich hier. Bam, bam. Warum nicht? So, das nächste ist. Critical Click. Können wir auch noch gleich mitnehmen? Hä? Okay, gut. So viel dazu. So. Wenn wir den schon mal so hochgezogen haben, können wir den natürlich auch gleich hier mal mitziehen, ne? Macht den Kohl jetzt auch nicht mehr fett. Genauso wie das hier. So, dann haben wir hier oben soweit schon mal alles wieder paletti. Sehr schön. Das heißt, wir können hier unten weitermachen. Ich mal noch ein paar Level. Bom, bom. Ach, komm hier. Könnt jetzt nicht noch ein paar Kisten kommen, einfach mal so? Also hier ein paar Schatzkisten. Aha, gleich kommt der nächste Boss. Boah, Digga, wir sind schon wieder Level 90. Nice, da ist sie, gefällt mir. Und die Aufnahme geht schon wieder fast eine halbe Stunde. Aha. Na gut. Und da kommt der Boss. Schaffen wir den? Ja, doch, den schaffen wir locker. Da brauchen wir keine Skills, da brauchen wir gar nichts. Boom, Headshot. Okay. So, sollten wir langsam mal auf den nächsten übergehen. Hätte ich vielleicht auch schon längst tun sollen. Weil wir gerade dabei sind. Ah, sehr schön. Das habe ich gebraucht. Das kam gerade echt wie gerufen.
Was mir gerade auffällt, wir haben jetzt gerade mal einen Bonus von 800%. Wenn wir jetzt schon so extrem am Rocken sind, vielleicht wäre es dann jetzt tatsächlich doch schon gut, hierauf zu wechseln. Bam. Okay, wir wechseln auf ein passives Bild. Das macht, denke ich, Sinn. Mittlerweile, ja. Wir haben jetzt eine Kombo von 800%, kam jetzt schon so extrem gut durch. Dann können wir jetzt auch locker auf ein passives Bild wechseln. Haben nämlich damit dann auch hier unseren Goldbonus. Das heißt, wir kommen alleine damit schon relativ gut durch. Das ist geil. Da hatte ich... Ich hoffe mal, das passt doch so. Nicht, dass wir jetzt bis morgen früh hier die gesamte Kombo fallen lassen. Nee, komm, wir bleiben erstmal hier. Aber bei der nächsten Ascension versuchen wir dann mal komplett auf passiv umzustellen. Weil das sieht schon echt gut aus. Wir probieren es einfach mal ganz kurz. Save und reinladen, damit erzwingt man nämlich, dass er in den passiven Modus übergeht. Oder auch nicht, normalerweise müsste jetzt der Idle kommen. Oder ist, brauchen wir für Idle immer noch 10 Sekunden? Ist ja jetzt nicht, die Kombo verschwindet, aber er geht nicht in Idle Modus über. Na gut, müssen wir manuell ein bisschen idle. Ist ja kein Problem. Okay, dann können wir hier schon mal. Falsche Taste. Das da. So, jetzt du. Na komm, wann kommt der Idle? Wie lange gedauert denn eine Minute? Kommt mir vor wie ein Jahr. Wo ist denn König Medias? Ah, endlich Idle. Ah ne, der dauert doch wesentlich länger. Das ist natürlich schade. Und das, obwohl wir hier eigentlich jetzt schon extrem gute Kombo haben. Aber gut, wahrscheinlich, weil wir halt davor hier um 800% hatten. Und das denn mal die Kombo, die wir hier durch ihn hatten. Was natürlich insgesamt eine extrem hohe Kombo war. Egal, wir versuchen es einfach mal trotzdem. So, das heißt, ich habe hier ein paar Level aufgesetzt. Bildschirm flackert schon wieder. Danke dafür, Angela Merkel. Boah, das dauert ja echt ewig. Jetzt hängt er hier auch genau auf dem Typen, der gar kein Geld bringt. Das war natürlich super nice, dicey, danke dafür. So. Okay. Hauk, Chest. Die dürfte halt Mächtigkeit einbringen. Halleluja. Oh, reicht schon fast hier für den nächsten. Okay, dann warten wir mal ganz kurz. Bup. Und. Mach ihn ja. Los. Sehr schön. Und das Geile ist nämlich, ich kann jetzt nämlich über Nacht, und das ist nämlich das Coole, deswegen wollte ich das nämlich mal jetzt probieren mit dem passiven Bild. Ich kann jetzt über Nacht die Hand auf einen von den Leveln hier schicken und sagen, jo, mach mal was du willst, ne? Kannst die ganze Nacht über den einen Typen hochleveln. Achso, wow, bam. Danke dafür. Und das ist nämlich eine Sache, die ich persönlich ganz geil finde. Lalalala.
Damit das funktioniert, möchte ich aber möglichst hohen Level, möglichst hohen Dixie-Muster hier haben. Der kostet schon wieder 1,22. Wir bleiben also wahrscheinlich erstmal auf ihn noch ein bisschen hängen. Macht aber auch nichts. So, den nächsten Boss schaffen wir wahrscheinlich noch nicht. Da brauchen wir denn die Skills. Das ist jetzt wieder ein bisschen ein Problem an dem passiven Bild, dass wir da erstmal wieder ein bisschen schwächer sind. Weil halt die Combo jetzt wegfällt. Ne? Ist leider so, aber gut. So, das heißt, unsere nächsten Hero Souls gehen dann auf jeden Fall endlich mal hier in die passiven Dinger rein. Heißt also er und er. Vor allem das Schöne ist an die, die sind extrem preiswert, weil da kostet ein Level gerade mal so viel wie das Level an sich. Heißt also Level 13 kostet dann auch gerade mal 13, während halt alle anderen apostrophisch teuer werden. Kostet Level 10, also nee, Level 11 kostet schon 38. Und ja, dementsprechend ist er halt unglaublich teuer. Und das ist definitiv ein Vorteil von den beiden. Und natürlich auch von dem Typen, der ja immer funktioniert, egal ob idle oder nicht. Weswegen es halt geil ist, dass wir auf die jetzt setzen können. Ich hätte vielleicht nicht alles hier reinsetzen sollen, sondern auch immer noch ein bisschen hier reinsetzen sollen, aber gut. 600% reicht jetzt auch erstmal aus. Gleich kommt der Boss, da setze ich einfach mal alle Skills ein. Einfach mal, um zu sehen, was passiert. Wobei, das hier bringt natürlich nichts mehr. Ja, nee, das und das können wir gar nicht mehr einsetzen. Das ist ja ausschließlich active. Wir können also bloß den hier. Aua, 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 aua. Halleluja. Na gut, so viel dazu. Warum sind die immer so böse stark? Das gibt's doch gar nicht. So. Okay, wir haben schon mal die alle. Gut, das heißt für mich, die kriegen wir auf jeden Fall noch nicht. Aber ich werde auf jeden Fall mal meinen Finger auf die raufsetzen. Und damit das Let's Play beenden. Das heißt, morgen früh dürften wir bei ihr extrem viele Level haben. Und wenn ich sogar noch dran denke, würde ich vielleicht morgen sogar die Finger schon mal ein bisschen auf den nächsten Level, der dann auch schon erreichbar ist, also auf den nächsten Helden, der dann auch schon erreichbar sein dürfte, setzen. Dann haben wir vielleicht von dem nächsten auch schon. Aber ich glaube, nee, ich lasse ihn einfach mal hier rauf. Und dann gucken wir morgen früh bei der nächsten Aufnahme, wie weit er da schon hochgelevelt ist. Das wird ein Spaß. Denke ich mal. Sollte funktionieren. So, erstmal hier alle Upgrades kaufen. Achso, hier sind noch 4 Level. Danke. So, wo ist denn König Medias? Da, achso, gut, da haben wir schon alles. Gucken wir mal hier noch, dass wir hier... Hä? Jetzt geht's wieder so schnell? Moment mal, waren wir aus dem Eitel raus? Jetzt geht's so schnell? Was ist denn gerade passiert? Hä? Habe ich jetzt gerade irgendwas gemacht, was was habe ich gerade getan? Ey, wieso von Transwinden Power 0? Arschloch. Nee, jetzt mal ehrlich, warum ist die jetzt auf einmal wieder so schnell? Wir hatten doch nur den hier aktiv und der ist doch nur Damage pro Sekunde. Ich bin verwirrt, tatsächlich, ein bisschen, ja, okay. Na gut, können wir doch ein bisschen hochleveln hier. Ha! Easy, dann kommst du wieder weg. Da können wir nämlich den anderen gleich auf den nächsten Rutsch schon raufsetzen. So viel zu dem Thema. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Aber es gefällt mir. So, 9E22 haben wir gleich zusammen. Ist doch geil. Weiß ich gar nicht, wie kommt denn danach?
Dark Knight dürfte es noch nicht sein, oder? Bis wir den haben, brauchen wir noch ein bisschen. Na komm. Ich will nur ein Level hiervon haben. Haben wir doch gleich geschafft. Jetzt gönn's mir. Gönn's mir einfach. Bitte komm, gönn's mir. Ja. Doch. Dark. Ist nicht Dark Knight. Dark Knight kommt tatsächlich erst später. Geil, okay. Gefällt mir. Doch, tatsächlich. Ein bisschen, ja. Ich verstehe es. Wir sind erstmal hier rauf. Wir gucken ein bisschen Level. Gucken wir mal, was wir hier so machen können. Oh, wir haben schon Armenhop. Wir können also quasi schon die nächste Session machen, denn. Alsbald. Tada. Ja. Ernsthaft jetzt? Bist du geldgierig? Und schon können wir die nächste Session machen. Ah, jetzt haben wir. Okay. Also ist das nur bei den Leveln. Also die halt nicht so. Ne, wisst ihr schon, was ich meine? Und wenn ich halt dumm. Vor allem das Schöne ist, bei diesem DPS, dadurch, dass wir jetzt ohne Klicken arbeiten, arbeiten wir ohne kritischen Treffer. Das heißt, der Balken geht immer gleichmäßig voran. Man hat also nicht so, dass man erst hier haufenweise, man denkt, oh super, und dann im nächsten Moment ist es wieder ganz langsam. Sondern wenn es in der ersten Hälfte klappt, klappt es in der zweiten Hälfte auch. Das ist ganz cool. Man kann also endlich damit kalkulieren. Anders als bei Klickschaden. Weil kritischer Schaden ist zwar schön, ist aber halt nach Zufall. Und das ist natürlich so eine Sache, ja, wenn es klappt, geil. Es klappt aber leider nicht immer. Und gerade bei Bossen ist es dann immer so, beim letzten passt es ja nicht und dann kommt ein Timeout. Obwohl man es eigentlich so geschafft hätte. Wir lassen dich erstmal doch weg. Erstmal hier manuell ein bisschen hochleveln. So, ist doch ganz cool. Schon noch wieder 13 Hero Souls. Ich glaube, die nächste Sense machen wir dann auch relativ schnell. Die nächste Sense machen wir vielleicht sogar gleich denn morgen früh. Dann setzen wir echt jetzt komplett auf dem passiven Bild und leveln die beide hier erstmal schön hoch. Da kommen wir nämlich damit hoffentlich erstmal schon extrem weit. Und können dann irgendwann wirklich tatsächlich Level 300 in Angriff nehmen wieder. Und ich weiß, ja, wir brauchen nicht Level 300 für die nächste Transcension, weil wir können jetzt immer transcenden. Man braucht nur für die allererste Transcension mindestens Level 300. Aber es geht mir gar nicht darum, weil bei Level 300 transcende ich noch lange nicht, sondern es geht erstmal nur, damit wir quasi so ein Ziel vor Augen haben. Und zwar Level 300 nochmal zu erreichen. Aua, Arschloch. So. Na gut, der wird doch ein bisschen teurer, als ich gedacht habe. Da sitzen wir den Arm. Ja doch, kommen wir jetzt mit den Armer hier rauf und dann würde ich mal sagen, verabschiede ich mich damit auch erstmal. Und dann sehen wir uns morgen früh mal wieder und gucken mal, wie viele Level wir denn hier haben. Bin ich tatsächlich auch ein bisschen gespannt. Und vor allem schön ist jetzt, wenn mir der Browser jetzt abschmiert, ist das fürs Spiel intern komplett egal, weil ich bin sowieso im Idle-Modus. Heißt also, es gibt jetzt keine Kombo mehr, die verloren gehen kann. Ich meine, er levelt den zwar eh nicht mehr automatisch weiter, klar. Das müssten wir dann, sobald wir aus dem Idle raus sind, wieder manuell nachholen quasi. Aber. Oh, gehen wir hier noch ein bisschen. Passt das? Nee, ne? Das passt noch lange nicht. Jetzt vielleicht hier noch ein bisschen was. Komm, ne, was schaffen wir doch locker. Du willst mich doch. Mich jetzt hier ruinieren. Komm, den Boss schaffen wir jetzt echt noch. Also, da ist schon extra ein Primal Boss und wir schaffen den jetzt nicht. Werden Sie mich jetzt hier ruinieren? So, das geht doch. No problemo. Wollte gerade schon sagen, ja. So, haben wir wieder 12. Gut, in dem Sinne würde ich mal sagen, gucken wir noch zu, wie wir ihn hier erledigen. Oh, ja, bitte, danke. Und ich verabschiede mich in dem Sinne. Ciao mit V.